Also irgendwie auf keiner Kanal reichen soll, wenn ich hier die am Eberkirchen Köln sehe, ein Kalkursee, ein sehr schöner, ein neuer Brunnen. Und halt über ein Jahr bin ich ja wieder hier am Kölner Eberkirchen. Da gibt es auch ein Städte Café, ein Stadtcafé, direkt hier am Brunnen. Und es auch Kunstwerke geben. Ich habe heute hat zum Beispiel auch ein Foto aufgemacht, also eine Telefonzelle. Bei euch bin ich immer gespannt. So alte Telefonzelle hier nochmal. Das ist eine Telefonzelle hier. In der Stadt. Und das ist eine Tür hier. Wunderschöner Brunnen. Daher habe ich jetzt gar keine Sommerklamotten an, in meiner Badetour. Und hier ist auch kein Trinkwasser, das ist sehr wichtig. Hier nochmal ein sehr schöner Brunnen. Und soll noch weitere Grundwerke geben. Ich bin auch jetzt da unten. Ich glaube, ich habe einen gerade eben gesehen. Geht runter. Mal schauen. Da sind ja stillgelegte Rolltreppen, soll es geben. Und ein davon sollte eine Rutsche sein. Bin mal gespannt. Wo fangen wir jetzt an? Links oder rechts? Wir fangen mal links an. Und das ist eine Rutsche. Ach. Krass. Dann fahren wir aber erst zum Schluss. Und dann links neben ist der Kilimandscharo. Hier versuchen, dann kann man versuchen, nach oben zu klettern. Und der Führung hier, wo ist eine Rutsche? Wo ist mir gleich später eine Runde? Schade, dass es hier gar keine Rampe oder so gibt. Also Schutz hier, Schutzmaßnahmen. Hier extra gummiert hier. Wirklich sehr schön hier, muss ich sagen. Sehr schön gemacht. Da ist eine Rutsche. Eine ehemalige Rolltreppe, jetzt als Rutsche umgebaut. Gehen wir weiter. Oder weiter hier. Das machen wir später. Gibt es noch viel mehr zu sehen. Das war früher war das ja total hässlich. Jetzt haben wir sehr schön umgebaut hier. Hier am Eberplatz. Abend sollte man hier eigentlich hier nicht sein, denn hier soll es abends sehr, sehr gefährlich sein. Da ist auch eine original erhaltene Rolltreppe. Was ist das denn hier? Schau mal, es ist ein Spiegel. Oder? Ja, es ist ein Spiegel. Sehr, sehr cool. Sehr schöner Spiegel. Das ist ein Spiegel in der Rolltreppe. Aber diese U-Bahn ist auch der Brunnen. So sehen. Dann gehen wir weiter. Sehr schön hier. Sehr schön. Das sind Rutschen, das packe ich in so einem extra Video. Und hier bauen sie auch was hin. Wir stellen sie auch was aus. Kunstwerke. Die Unterbrechung. Wir sind schon am nächsten Kunstwerk, nämlich an der Aufwand zur Neuferstraße. Es sind ja Pyramiden aus Spiegel. Spiegelpyramiden. Das ist der schöne Spiegelpyramiden.
Sehr schön. Sehr schön gemacht hier, muss ich sagen. Auch ja, sehr schön beleuchtet mit zusätzlichen LEDs. Das, ja, krass. Ich dachte, das wäre eine ganz neue Rolltreppe. Von wegen. Das ist sowieso wie ein Abbruch. Der war früher eine Notrufsprechstelle, ich werde sich jetzt heute wohl immer noch. Und da ist auch ein Kunstwerk hier an der Aufgang-Riederstraße. Jetzt laufen wir zu dieser wunderschönen Rolltreppe, die noch neu erhalten ist. Aber hier ist irgendwas nicht so toll. Sehr schön hier. Man fängt wieder an zu leuchten. Ah, jetzt. Ich sehe es so. Sehr langsam. Nochmal. Original von Ratgeber AG aus München. Gewartet von Geißel. Die sind jetzt mittlerweile alle still. Alle stillgelegt. Ah, jetzt kann ich an zu leuchten. Schau mal, wie schön. Ist das hier sogar hier mit so Musik? Krass, sehr schön. Das habe ich noch nie gesehen, sowas. Danke, vielen Dank an die Stadt Köln und diese Künstler für diese tolle Attraktion. Und jetzt sogar auch ein Café auf der Straßenebene. Sehr, sehr coole Nachnutzung. Früher war das hier wirklich ein Schandfleck. Vor 20 Jahren oder so waren jetzt sehr viele Läden. Aber die mussten alle wohl dicht machen. Aber jetzt geht es zu dieser Rolltreppe da. Ne, zu dieser umgebauten Rutsche. Aber ich muss erstmal auf die Straßenoberfläche kommen. Und dann haben wir ein bisschen barrierefrei. Wieder auch ihr Video erwacht, alles hier. Man kann sich jetzt nicht erfüllen. Vielleicht hat er das Video nicht alle heute erlaubt. Das sind jetzt die Tore, so bevor. Sehr, sehr schöne Grundattraktion hier am Eberplatz. Ich bin einfach den Kreisler. Ich frage mich, wie ich da rumkommen soll. Und alles hier einmal am Morgen schon laufen. Okay, ich mach den großen Cut. Es gibt sogar kostenloses Leitungswasser an diesem Wasserspender. Und dann steht jetzt hier am linken Eigelstein. Ist einer der noch erhaltenen Geblingenstein-Stadttore hier in Köln. In der Neustadt Nord und hier am Eberplatz gibt es eine sehr, sehr coole Attraktion, die vor wenigen Wochen, Monaten eröffnet wurden. Unter anderem gibt es da eine umgebaute Rutsche im Rolltreppen-Style. Da ist sie auch schon, die Rolltreppe. Die heute eine Rutsche ist. Die hier rechts daneben ist ein Kletterparcours.